Grüßt euch, meine lieben Pfeifenfreunde. Ober mir gleich da in der Ecke, da ist ein Amselnest. Die Jungen sind schon recht groß geworden. Die Eltern füttern schön fleißig. Jetzt bei dem Regenwetter, da finden sie bestimmt Würmer und so Sachen. Ich habe mir jetzt vorhin gerade einen Tabak vom Bierchen. Ich muss mal da reingucken. Wie das gewesen hat, nicht dass ich da einen Schmarrn erzähle. Also sag mal, Bierchen 5. Ich muss sagen, der ist recht angenehm zum Rauchen, obwohl dass der schon Ewigkeit da in meinem Tabakbad da drin liegt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil mir der relativ der Tabak zu trocken war, aber er geht, wie man sehen kann. Und gequant wird der Tabak mit dieser Bulldogge, schön verarbeitet, gestempelt ist Roland, ach, ich sehe zusammen der Brille nichts. Roland 6 Handcut steht da drauf. Also wirklich eine sehr schöne Bulldogge. Oder Bulldog, wie ihr sehen könnt. Oh, der Tabak ist nicht mehr so schlecht. Jetzt will ich es nicht auseinander tun, aber ich habe schon ein bisschen geraucht, die Pfeife. Ohne Filter. Also ein wirklich schönes, hervorragendes Pfeifchen. Gutes, mittleres Füllvolumen. Und sitze da schön heraus zu meiner Terrasse. Und genieße jetzt das Pfeifchen. Aber der Tabak ist echt der Wahnsinn. Ich hätte es nicht geglaubt, dass der so gut klingt. Nach den all den Jahren, was ich den da drin habe in der Plastiktüte. Total erstaunt. Ja, wie gesagt, eine schöne Roland-Pfeife. Nachname weiß ich nicht. Vielleicht weiß einer bei euch den Macher. Super verarbeitet, wie man sehen kann. Gut, das war's schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Albert. Pfiat euch.